wann beginnen wir mit einer nicht-invasiven Beatmungstherapie? Hier müssen wir vielleicht so zwei Patientengruppen unterscheiden. Das eine sind die reifgeborenen Kinder. Dort gibt es eben nach der Geburt Anpassungsstörungen. Das heißt, die Kinder haben einfach Schwierigkeiten, ihre Eigenatmung selber hinzubekommen. Das sind oft relativ kurzfristige Angelegenheiten. Nach einigen Stunden ist es oft schon wieder vorbei. Und da starten wir klassischerweise mit der nicht-invasiven Beatmung. Wie gesagt, in der Regel ist das aber etwas zeitlich sehr Begrenztes. Die andere Patientengruppe sind die frühgeborenen Kinder. Hier hatte ich ja schon erwähnt, dass die meisten dieser Kinder eine nicht-invasive Atmung benötigen. Und wir starten eigentlich auch immer bei den Frühgeborenen, selbst bei den sehr kleinen Frühgeborenen, mit nicht-invasiver Beatmung. Wir wissen, dass wir selbst Frühgeborene an der Grenze der Überlebensfähigkeit oft mit CPAP, nicht-invasiver Beatmung, also alleine behandeln können. Hier ist natürlich die Schwelle, wenn wir merken, es ist nicht ausreichend, das Kind braucht mehr Unterstützung, ist die Schwelle gering, dann auf eine invasive Beatmung zu wechseln. Welche verschiedenen Methoden der nicht-invasiven Beatmung gibt es? Die klassische Methode ist die sogenannte CPAP-Methode. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure. Wir geben einen kontinuierlichen Druck auf die Atemwege der Kinder. Eine zweite Methode ist NIPPV, steht für Non-Invasive Positive Pressure Ventilation. Es gibt aber auch andere Bezeichnungen dafür. Das ist schlussendlich nichts anderes als wie in der klassischen Beatmung, eine Beatmung unter zwei Druckniveaus. Ich stelle eben ein unteres Druckniveau, auch oft als PIP bezeichnet, ein oberes Druckniveau ein, das ich auf die Atemwege des Kindes gebe. Ja. Es gibt Untersuchungen, die diese beiden Methoden vergleichen. Manche Untersuchungen haben Vorteile des NIPPV gezeigt, andere wieder nicht. Also bis heute ist uns nicht ganz klar, ist es tatsächlich eine Bereicherung, bringt es tatsächlich Vorteile. Was die Ausrüstung für die nicht-invasive Beatmung betrifft, wollen wir uns mal im Detail ansehen, was wir dazu eigentlich benötigen. Das eine ist, wir brauchen irgendeine Maschine, die uns Druckflow liefert. Wir brauchen Sauerstoff und dann brauchen wir noch etwas, wie wir diesen Druck, diesen Flow auf die Atemwege der Kinder bringen können. Was diese Devices für die Atemwege der Kinder betrifft, da gibt es die Masken, da gibt es die Bronchs, die man in beide Nasenlöcher einbringen kann, die Maske über die Nase bringen kann. Es gibt auch noch die Möglichkeit, gekürzte Endotrachealtuben zu verwenden als sogenannte mononasale Bronchs, die aber immer weniger klinische Bedeutung haben, weil wir einfach wissen, wir können nur über ein Nasenloch beatmen und diese langen Tuben haben einen hohen Widerstand, da geht viel von dem Druck verloren, ja, also sodass heute eigentlich in der Routinenutzung die Masken und die Bronchs sind. Und dann, welche Geräte benötigen wir, um den Druck zu erzeugen, um Sauerstoff zu geben, um den Flow zu erzeugen? Da gibt es sehr einfache Geräte, auch als sogenannte Bubble CPAP-Systeme bezeichnet. Hierfür benötigen wir eigentlich nur ein Flowmeter, am besten mit einem Blender, um die inspiratorische Sauerstoffkonzentration regeln zu können. Das Ganze wird dann in eine Box, in der Wasser ist, geleitet und über die Eintauchtiefe des Stabes, der im Wasser hängt, wird dann quasi der Druck geregelt und das Ganze mit den Atemwegen der Kinder verbunden. Ein sehr, sehr einfaches System, das gerade auch in Ländern, die vielleicht nicht die großen finanziellen Ressourcen haben, einsetzbar und nutzbar ist. Dort wird es auch viel eingesetzt und ist ein System, das sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man natürlich den Luxus hat, zu sagen, wir können auch ein Beatmungsgerät dazu verwenden, kann man auch verschiedene Beatmungsgeräte nutzen. Hier haben wir natürlich dann in dem Beatmungsgerät schon die Möglichkeit, den Flow zu definieren, beziehungsweise in sehr modernen Geräten wird der Flow automatisch geregelt und ich stelle nur meinen Druck ein. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, inspiratorische Sauerstoffkonzentration einzustellen. Der große Vorteil, wenn wir ein Beatmungsgerät nutzen, ist natürlich, wenn ich ein Beatmungsgerät habe, das auch die anderen Formen der Beatmung, die ich beim Frühgeborenen brauchen kann, beherrscht, dann habe ich ein Gerät,
das am Patientenbett steht, das ich für alle Situationen einsetzen kann. Von der nicht-invasiven Beatmung über die invasive Beatmung bis zur Hochfrequenzbeatmung. Wir haben bei uns auf der Kinderintensivstation den Weg gewählt, dass wir möglichst mit einem Gerät viel machen wollen und machen können. Ja. Das heißt, wir haben an jedem Platz, an dem möglicherweise ein Kind beatmet wird, einen Babylog VN500 stehen und haben damit eben ein Gerät, mit dem wir alle Beatmungsformen, die heutzutage nötig und möglich sind, machen können. Das heißt, ich habe ein Gerät am Platz des Babys stehen, kann mit nicht-invasiver Beatmung starten. Wenn ich sehe, das reicht dem Kind nicht, kann ich mit dem gleichen Gerät eine invasive Beatmung machen, könnte sogar Hochfrequenz machen und habe so alles an einem Platz. Wir verwenden aber auch einfache Bubble-CPAP-Geräte. Es gibt dann doch vielleicht auch mal Geräteengpässe. Man hat nicht genügend Geräte zur Verfügung. Und für diese Situationen haben wir dann auch noch die Möglichkeit, mit dem klassischen Bubble-CPAP zu beatmen, was in vielen Fällen auch völlig ausreicht und gut möglich ist. Was das Zubehör zur nicht-invasiven Beatmung betrifft, da verwenden wir beides, sowohl Masken als auch Prongs. Da ist es uns wichtig, wechseln zu können. Zum einen ist so die Erfahrung, manche Kinder kommen mit Prongs besser zurecht, manche mit Masken besser zurecht. Aber das Hauptargument dafür ist eben einfach, wechseln zu können, um diese empfindliche Haut der Frühgeborenen nicht zu schädigen und durch das Abwechseln diese Schädigungen vermeiden zu können. Um Probleme bei der nicht-invasiven Beatmung zu verhindern oder möglichst zu minimieren, können wir ein sogenanntes Rotationsprinzip einführen. Das heißt, wir wechseln zwischen Maske und Prongs, um zu verhindern, dass die gleichen Druckstellen der Haut immer wieder belastet werden. Durch diesen Wechsel sind es dann immer wieder andere Stellen, auf der dieser Druck ausgeübt wird. Und dann können wir es eben verhindern, dass diese Hautläsionen schlimm werden oder es sogar zu Nekrosen kommt. Die nicht-invasive Beatmung hat sich heute im Bereich der Neonatologie gut etabliert. Wir wissen, dass es eine sichere Methode ist im Vergleich zur invasiven Beatmung. Wir wissen, dass es sogar einige Vorteile bietet, zum Beispiel was Lungenprotektion betrifft. Es lohnt sich, selbst bei sehr kleinen Frühgeborenen an der Grenze der Überlebensfähigkeit mit nicht-invasiver Beatmung zu beginnen und gegebenenfalls eskalieren zu können. Aber es hat sicher einen großen Stellenwert in der Beatmung von neuen Frühgeborenen heutzutage.